Hallo zusammen und willkommen zum zweiten Teil unseres Phraseologie-Tutorials für Wetzenpiloten. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Und an der Stelle erstmal ein herzliches Dankeschön an alle, die sich bei mir gemeldet haben, die kommentiert haben, die mir Nachrichten auf Discord geschrieben haben, die nachgefragt haben, wann denn endlich der zweite Teil dieses Videos erscheint. Das hilft mir wirklich sehr. Vielen Dank für den Support. Das motiviert mich, weiterhin Videos zu produzieren. Ein kleiner Hinweis, das Video ist natürlich nur für Flugsimulationen bestimmt und nicht für die echte Luftfahrt geeignet. Auf einen Kommentar zum letzten Video möchte ich tatsächlich direkt eingehen. Ein bisschen dumm, dass ich das nicht schon im ersten Video erwähnt habe. Und das hat mit der Frage zu tun, was mache ich eigentlich, wenn ich den Lotsen nicht verstanden habe? Jetzt könnte man meinen, naja, ich habe vielleicht einen Teil von der Ansage verstanden, dann mache ich erstmal das und dann wird sich der Lotse vielleicht schon bei mir melden. Tut das bitte nicht. Wenn ihr was nicht verstanden habt, gibt es eine goldene Regel, die heißt Say Again. Oder wenn ihr höflich sein wollt, Please Say Again oder Bitte wiederholen Sie. Und dann wird der Lotse euch nochmal genau sagen, was er euch gerade angewiesen hat und wird das nochmal für euch wiederholen. Macht das bitte, denn es kann immer mal sein, dass ein Supervisor gerade zuschaut und euch gegebenenfalls auch kickt, wenn ihr irgendwie grob fahrlässig die Anweisungen von dem Lotsen missachtet. Also beherzigt das bitte. Alles klar, wir starten wieder mit dem Thema IFR und schauen uns dann später VFR an. Kurz zur Erinnerung, wir waren in Neustadt gestartet, wir hatten uns die Textbausteine für die Clearance, für das Rollen am Boden und für die Startfreigabe angeguckt und sind im Prinzip gerade erst in Neustadt abgehoben. Wir schauen jetzt auf eine etwas andere Darstellung. Unten links seht ihr die beiden Startbahnen von Neustadt Airport und da sind wir mit unserem Flieger, wie gesagt, gerade abgehoben und vor uns in Flugrichtung liegt Neustadt und rechts und oben auf der Karte sehen wir auch ein paar Erhebungen. Und jetzt geht es um die Frage, wie wir eben weiter fliegen und welche Textbausteine wir dazu brauchen. Ja, und dazu bin ich jetzt ein bisschen kreativ geworden und habe einfach mal ein paar Flugrouten eingezeichnet, die sich so ein bisschen von der Darstellung an den Charts von WetSim Germany orientieren, damit ihr da mit den Darstellungen auch einfach ein bisschen vertrauter werdet. Vielleicht erinnert ihr euch, dass wir bei der IFR Clearance die Freigabe für die Departure Route Kumiq 3 Echo bekommen haben und genau die seht ihr jetzt hier auch eingezeichnet. Oben ist der Waypoint Kumiq, zu dem wir hinfliegen sollen und wir starten eben von Elbom aus mit einer Rechtskurve auf das Neustadt VOR zu, müssen dabei eine Geschwindigkeitsbegrenzung beachten und fliegen dann über die Waypoints Orsop und Lipmo zu dem Waypoint Kumiq. In diesem Tutorial geht es ja gerade um die Phraseologie und damit man weiß, wie man weitermacht, nachdem man gestartet ist, empfehle ich euch immer, schaut in die Charts des jeweiligen Flughafens. Da findet ihr eigentlich immer wichtige Hinweise. Ich habe mal ein paar Beispiele rausgesucht. Hier zum Beispiel vom Düsseldorfer Flughafen. Da steht, Remain on tower frequency until passing 2000 feet, then contact Langen Radar. Und damit haben wir schon viele wichtige Informationen, denn hier müssen wir von alleine Langen Radar, in dem Fall dann die Departure-Frequenz, kontaktieren, wenn wir gestartet sind und 2000 Fuß passieren und kriegen keinen extra Hinweis vom Tower Lotsen. Anders sieht das in Frankfurt aus. Da steht in den Charts Contact Langen Radar when advised by Tower. Hier also nicht vorzeitig die Frequenz wechseln. Und dann ist noch die Frage, auf welche Frequenz muss ich überhaupt wechseln? Und auch dazu findet ihr in den Charts eigentlich immer Hinweise. Hier wieder Beispiel Düsseldorf, da steht Departures via Lima, Mewe, Motro, Netec, Sonep, Contact Langen Radar on 128.5. In unserem Beispiel werden wir jetzt vom Tower aufgefordert, die Frequenz zu wechseln und das sieht folgendermaßen aus. Wir haben wieder unser Callsign Condor 5 Golf India und der Tower ruft uns mit Condor 5 Golf India, Contact Departure on Frequency 128.55. Wir machen wieder unser Readback, Condor 5 Golf India, Contacting Departure on Frequency 128.55. Das war es im Prinzip schon. An der Stelle ist eigentlich nur noch zu beachten,
dass die Departure-Frequenz nicht immer Departure heißt. Die kann natürlich mal London Departure heißen. Im deutschen Raum ist es eigentlich immer der gleiche Name wie die jeweilige Center-Einheit, die da drüber steht. Das heißt, in Düsseldorf zum Beispiel Contact Langen Radar, egal ob das jetzt Departure, Center oder Approach ist, die heißen alle immer Langen Radar und unterscheiden sich eigentlich nur in der jeweiligen Frequenz. Wie gesagt, wenn jetzt in den Charts steht, dass wir den Departure-Lotsen direkt kontaktieren sollen, entfällt der Schritt natürlich, egal wie. Die Ansprache des Departure-Lotsen sieht eigentlich immer gleich aus. Wir melden uns wieder mit dem Namen des Lotsen zuerst, also Neustadt Departure, Condor 5 Golf India, Altitude 2000 Feet, Climbing 5000 Feet. Der Lotse antwortet uns, Condor 5 Golf India, Neustadt Departure, Identified, Climb Flight Level 80. Wir machen unser Readback. Condor 5 Golf India, Climbing Flight Level 80. Ganz wichtiger Hinweis, ihr seht, dass bei den Flughöhen ein Unterschied ist. Altitude in Fuß, also die Flughöhe in Fuß wird immer in ganzen Zahlen angegeben, 2000 Feet, 5000 Feet, und das Flight Level immer in Hundertern. Also Flight Level 80 würden wir dann beim Altimeter 8000 Fuß sehen. Es kann natürlich auch genauso gut sein, dass der Lotse euch nur sagt, Condor 5 Golf India, Neustadt Departure Identified und kein anderes Fluglevel zuweist, dann steigt er eben auf die Höhe, die in den Charts jeweils angegeben ist, als Initial Climb Altitude. Ja, im Prinzip fliegt er dann auch nur die Route lang und normalerweise wird sich der Lotse, der Departure Lotse, dann irgendwann bei euch melden und an den nächsten Lotsen weitergeben. Das passiert dann analog zur Übergabe vom Tower-Lotsen an den Departure-Lotsen, eben vom Departure an den Center-Lotsen. Der Departure-Lotse ruft euch, Condor 5 Golf India, Contact Festland Radar on 127.04, good day. Obligatorisches Readback, Condor 5 Golf India, Contacting Festland Radar on 127.04, thank you. Ja, ihr könnt irgendwas sagen. Thank you, good day, goodbye, thank you for the service. Irgendwas. Müsst auch gar nichts sagen. Ihr könnt das auch ganz professionell halten. Aber üblicherweise bedankt man sich bei den Lotsen natürlich für den Service am jeweiligen Airport, im Center und so weiter. Alright, dann wechseln wir jetzt nochmal die Kartenansicht. Bitte nicht gleich erschrecken. Ihr seht jetzt auf der Karte relativ viele Flugwege, die sind gar nicht so wichtig, aber ich habe jetzt einfach schon mal vorgearbeitet, weil wir mit Sicherheit auch in irgendeinem Video mal über Flugwege, Waypoints, VORs und so weiter reden werden. Und dann kann man das, glaube ich, ganz gut als Basis nutzen. Links oben seht ihr Mittelstadt Airport bzw. Mittelstadt VOR und da irgendwo in der Nähe wird sich auch der Airport befinden. Da wollen wir hin. Rechts unten seht ihr Neustadt VOR, das ist das VOR vom Flughafen, an dem wir gerade gestartet sind. Und kurz darüber seht ihr Kumik, das ist der Waypoint, der Endpunkt der Standard Instrumental Departure Route, die wir ja bereits geflogen sind. Und jetzt beginnen die regulären Flugrouten und wir starten jetzt eben auf der Flugroute Tango 89, die Route, mit der unser Weg beginnt. Ich habe hier jetzt einmal den gesamten Weg eingezeichnet, den wir abfliegen werden. Wir schauen uns jetzt auch sofort an, welche Funksprüche uns auf dem Weg selber noch begegnen können. Davor schauen wir uns aber noch mal kurz die einzelnen Center-Bereiche an. Wir sind ja gerade von der Departure-Frequenz an die Center-Frequenz übergeben worden, haben uns da zwar noch nicht gemeldet, aber würden uns jetzt gleich bei Festland Radar auf 127.04 melden. Unterwegs werden wir aber den Kontrollbereich von diesem Lotsen verlassen und eben auch noch nach Westmeer Center wechseln auf der Frequenz 123.45. Das ist dann eben ein anderer Bereich. Das schauen wir uns aber gleich auch noch an, nur damit ihr das schon mal gesehen habt. Gut, wir sind also jetzt auf unserem Flugweg, kurz hinter Kumik, auf einer Flughöhe von aktuell 5500 Fuß und melden uns wie angewiesen beim Center-Lotsen und rufen den Center-Lotsen auch wie gewohnt mit Festland Radar, Condor 5 Golf India, 5500 Feet, Climbing Flight Level 80 oder 80. Der Lotse antwortet uns, Condor 5 Golf India, Festland Radar Identified, Climb Flight Level 200. Also jetzt die Anweisung auf Flugfläche 200 zu steigen. Wir machen wieder ein Readback.
Condor 5 Golf India Climbing Flight Level 200. Kann natürlich auch genauso gut sein, dass wir schon bei Flugfläche 80 sind oder fast bei Flugfläche 80 sind. Dann würden wir uns anders melden und sagen: Festland Radar, Condor 5 Golf India Approaching Flight Level 80. Die Antwort vom Lotsen wird dann wahrscheinlich ähnlich aussehen: Condor 5 Golf India, Festland Radar Identified Climb Flight Level 200. Wieder unser Readback. Und ja, wir fliegen dann einfach weiter. Sagen wir mal, bis kurz vor den Waypoint, beziehungsweise das VUR Hafenstadt. Da meldet sich der Lotse wieder bei uns und sagt: Condor 5 Golf India, proceed direct Lumry, Lima Alpha Mike Romeo India. Ich gehe nochmal zurück. Also möchte er jetzt, dass wir quasi von da, wo wir sind, zum Waypoint Lumry fliegen. Ich blende es mal gerade ein. Hier, das ist der Waypoint hier oben. Wahrscheinlich hätten wir eine Flugroute gefeilt, die irgendwie hier über T89 geht und dann über den Weg hier oben und dann quasi bis Lumry. So hat er uns eine kleine Abkürzung gegeben und wir können jetzt direkt dahin fliegen. Also proceed direct Lumry. Wir machen unser Readback. Proceeding direct Lima Alpha Mike Romeo India. Condor 5 Golf India. Oder aber wir kriegen wieder eine konditionelle Freigabe, das hatten wir am Boden auch schon, dass er sagt: Condor 5 Golf India, after Hafenstadt VUR, proceed direct Lumry Lima Alpha Mike Romeo India. Da geben wir dann natürlich auch ein Readback: Condor 5 Golf India, after Hafenstadt VUR, proceeding direct Lumry. Gut. Die angewiesene Route fliegen wir dann auch entsprechend ab, biegen hinter Hafenstadt VUR von unserem geplanten Kurs ab und fliegen auf den Waypoint Lumry zu. Wer jetzt aufgepasst hat, dem wird einfallen: Hey, wir fliegen doch da über eine Sektorengrenze und von einem Centerbereich in den anderen. Genau, das heißt, kurz vor Lumry wird uns der Center-Lotse auf jeden Fall kontaktieren und uns eine Info geben, auf welche Frequenz wir wechseln müssen. Das kennen wir im Prinzip schon. Der Center Lotse meldet sich und sagt sowas wie: Condor 5 Golf India, contact Westmere Center on 123.45. Wir machen unser Readback: contacting Westmere Center on 123.45, Condor 5 Golf India. Wenn wir uns jetzt beim anderen Lotsen melden, können wir natürlich einfach unser Callsign rufen und sowas sagen wie: Condor 5 Golf India with you. Wir können dem aber auch ein paar zusätzliche Informationen geben. Das sähe dann zum Beispiel wie folgt aus. Klar, immer das Kürzel zuerst, sprich Westmere Center, Condor 5 Golf India, Flight Level 200 inbound Lumry. Dann weiß der Lotse so ungefähr, wo wir uns befinden, beziehungsweise wohin wir uns gerade bewegen. Der Lotse wird dann antworten: Condor 5 Golf India, Westmere Center identified. Und das war es im Prinzip auch schon wieder. Wir sind dann hier irgendwo und nähern uns so langsam unserem Zielflughafen, sodass die Frage aufkommt: Okay, wir müssen langsam mal unseren Descent beginnen. Da gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten, phrasiologisch gesehen. Einmal, wir haben unseren Top of Descent erreicht und melden uns beim Lotsen und sagen, dass wir sinken möchten. Oder aber der Lotse kommt uns zuvor und gibt uns eine Descent-Anweisung. Schauen wir uns den ersten Fall mal an. Wir melden uns mit unserem Callsign beim Lotsen: Condor 5 Golf India, ready for descent. Oder zum Beispiel: Condor 5 Golf India, request descent. Wenn der Lotse uns sinken lassen möchte, wird er uns eine Freigabe geben: Condor 5 Golf India, descent flight level 100. Kann natürlich auch einfach sagen: Condor 5 Golf India, standby, da müssen wir warten. Oder er gibt uns eine konditionelle Freigabe, die schauen wir uns gleich an. Wir machen natürlich unser Readback: Condor 5 Golf India, Descending Flight Level 100. Wenn der Lotse sich bei uns zuerst meldet, ist die Sache relativ einfach. Dann ruft er uns: Condor 5 Golf India, Descend Flight Level 100. Dann machen wir nur unser Readback: Condor 5 Golf India, Descending Flight Level 100, und müssen das dann natürlich auch machen. Schauen wir uns mal ein paar konditionelle Freigaben im Detail an. Die erste: Condor 5 Golf India, descend to reach flight level 100 at Luxup.
Descend to Reach ist eine feststehende Phrase und die bedeutet, dass wir am Waypoint Luxup in dem Fall genau Flugfläche 100 haben müssen. Nicht davor und auch nicht danach, sondern genau da. Wichtig, sollte man sich merken, wir machen unser Readback. Condor 5 Golf India, descending to reach flight level 100 at Luxup. Wie man das fliegerisch umsetzt, ist natürlich eine ganz andere Frage. Das schauen wir uns in einem separaten Video bestimmt auch mal genau an, wie man das macht, dass man an einem bestimmten Punkt eine bestimmte Höhe erreicht. Der Lotse kann das genauso auch etwas offener formulieren. Dann würde er sowas sagen wie Condor 5 Golf India, descend flight level 100 to be leveled at Luxup. To be leveled at bedeutet, dass wir an dem Waypoint auf jeden Fall die Flugfläche erreicht haben müssen. Wir dürfen sie aber auch an jedem beliebigen Punkt davor erreichen. Das macht es für uns etwas einfacher fliegerisch und hört man auch ehrlicherweise öfter. Das Readback ist relativ easy. Condor 5 Golf India, descending flight level 100 to be leveled at Luxup. Eine andere konditionelle Freigabe könnte folgendermaßen aussehen. Condor 5 Golf India, descend flight level 100 at 2000 feet per minute or greater. Dann gibt der Lotse uns eine bestimmte Sinkrate, die wir einhalten müssen, in dem Fall 2000 Fuß oder mehr. Alternative wäre at 2000 feet per minute or less, dann natürlich weniger. Readback ist auch klar, Condor 5 Golf India, descending flight level 100 at 2000 feet per minute or greater. Ja, es gibt auch andere konditionelle Freigaben, die mit der Position zu tun haben. Zum Beispiel, wenn man einen bestimmten Waypoint erreicht hat. Das wäre dann zum Beispiel wie folgt. Condor 5 Golf India, when passing Lamri, descend flight level 100. Also erst wenn wir Lamri passiert haben, dürfen wir unseren Sinkflug beginnen. Readback ist auch relativ easy. Condor 5 Golf India, when passing Lamri, descending flight level 100. Ja, das Ganze kann auch nochmal anders formuliert werden. Das ist jetzt wieder eine Kombi aus dem, was wir schon gesehen haben. Ich lese es erstmal vor. Condor 5 Golf India, when ready, descend to reach flight level 100 at Luxup. Descend to reach, die Phrase kennen wir schon. Wir müssen flight level 100 auf jeden Fall am Waypoint Luxup erreicht haben, und zwar genau da. Wir dürfen aber selbst entscheiden, wann wir unseren Descent beginnen. Deswegen, when ready, descend to reach flight level 100. Readback ist dann auch relativ easy. Condor 5 Golf India, when ready, descending to reach flight level 100 at Luxup. Das sind so die meisten Spielarten, die es gibt. Es kann natürlich auch immer ein bisschen anders formuliert sein, aber das sind so die wichtigsten Punkte, die einem beim Descent begegnen können. Vielleicht noch ein letztes, bevor wir uns jetzt den VFR-Flug mal genauer angucken. Irgendwann wird uns Westmere Center natürlich kontaktieren und bitten, mit dem Arrival von Mittelstadt Kontakt aufzunehmen. Und eigentlich kennen wir es schon, Condor 5 Golf India, Contact Mittelstadt Arrival on Frequency 119.45. Um jetzt möglichst wenig Zeit wegzunehmen auf der Frequenz, kann man sich relativ kurz fassen und sowas sagen wie Condor 5 Golf India 119.45 goodbye. Und damit hat sich das Thema dann erledigt. Sehr schön. Damit kommen wir zum zweiten großen Abschnitt in diesem Video, dem VFR-Flug. Als erstes blende ich euch mal den Kartenausschnitt wieder ein. Und wie ihr seht, ist die Karte deutlich leerer geworden. Denn wie das beim VFR-Flug im ersten Video schon der Fall war, ist hier einfach vieles anders. Wir brauchen schlicht viele der Informationen, die im IFR-Bereich wichtig sind, im VFR-Bereich nicht. Denn im Prinzip kann man, wenn man VFR fliegt, fliegen wie man möchte, solange man sich nicht in einer Kontrollzone befindet. Das heißt, ich kann da meine Kreise fliegen, ich kann von A nach B fliegen und spannend wird es eigentlich immer nur dann, wenn ich in einen kontrollierten Luftraum komme. Das ist logischerweise um Flughäfen herum der Fall. Diese Lufträume sind kontrolliert. Das merke ich spätestens dann, wenn ich bei VATSIM von einem Controller kontaktiert werde und er mich bittet, auf seine Frequenz zu kommen. Wenn ich mich jetzt darauf vorbereiten möchte und wissen möchte, hey, wo sind denn eigentlich kontrollierte Lufträume, dann muss ich mich vor dem VFR-Flug erstmal schlau machen. Dazu ist leider ein klein wenig Theorie erstmal notwendig. Ich zeige euch jetzt mal ein offizielles Chart von der deutschen Flugsicherung,
Und dieses Chart zeigt die Luftraumstruktur in Deutschland im Querschnitt. Ich zoome mal ein wenig hier rein, weil viele der Informationen sind erstmal nicht so wichtig. Wir sehen also den Querschnitt, das heißt hier unten ist der Boden und hier oben sind Flight Level 100 bzw. irgendwas um die 10.000 Fuß. Und im Prinzip ist für uns als VfRler der Luftraum Echo und der Luftraum Golf interessant, weil wir uns in diesem Luftraum frei bewegen können. Es gibt natürlich Sichtflugregeln, die wir einhalten müssen. Auch damit könnte man ein komplettes Video oder vielleicht auch mehrere füllen. Das soll jetzt nicht unser Fokus sein, sondern wir merken uns einfach, im Luftraum Echo können wir uns frei bewegen, ebenso wie im Luftraum Golf. Im Luftraum Delta, Charlie, können wir uns nicht frei bewegen. Außerdem gibt es sogenannte TMZs, das sind Transponder Mandatory Zones, in denen wir einen bestimmten Squawk, zum Beispiel 7000, eindrehen müssen. Rund um die großen Flughäfen gibt es Delta-Sektoren. Und darüber befinden sich meistens Charlie- oder Delta-Sektoren, die trichterförmig vom Luftraum Charlie ab Flight Level 100 hinunterführen. Das heißt, im Prinzip, wenn wir uns einem Flughafen nähern, kommt es auch darauf an, in welcher Höhe wir fliegen, um zu wissen, ob wir jetzt in einer kontrollierten Zone sind oder nicht. Kleinere Flughäfen, wie hier unten der zum Beispiel, der hat meistens nur eine Info und liegt nicht in einer Kontrollzone. Das heißt, hier fliege ich weiter nach Sichtflugregeln und muss den Verkehr selber im Blick haben und habe keinen Controller und keinen Lotsen, der mich hier in den Traffic einweist, sondern nur eine Flughafeninfo, die ich kontaktieren kann, um eben Informationen zum aktuellen Wetter und Ähnliches vom Flughafen zu bekommen. Diese Kontrollzonen, Delta und Charlie, kann man sich auf sogenannten Sichtflugkarten genau angucken. Und die sind dann immer in einer Aufsicht. Das heißt, man schaut von oben drauf und kann dann jeweils das Feld mit der jeweiligen Höhe, von wo bis wo dieser Luftraum kontrolliert ist, sich ansehen. Dazu zeige ich euch einmal eine kostenlose Open Flight Map, die ihr euch auch angucken könnt. Die gibt es für diverse Länder, unter anderem Deutschland. Und da gehe ich jetzt gerade mal rein. Moment, habe ich es jetzt verpasst? Flugplan. Hier, interaktive Karte. Ich gehe mal auf Vollbildschirm. So, und damit zoome ich mal hier nach Nordrhein-Westfalen. Zum Beispiel der Flughafen Köln-Bonn. Hier seht ihr, gibt es einen Luftraum Delta. Der geht bis zum vom Boden bis 2500 Fuß Main Sea Level. Und das geht einmal hier um den Flughafen rum. Man sieht so ein bisschen auch die Ausrichtung der Bahn. Und darüber hinaus sind hier auch die Checkpoints vermerkt. Checkpoint Echo, November, Sierra, Whiskey 2. Und ich wette, es gibt irgendwo auch noch Whiskey 1. Hier oben bei Poolheim gibt es auch noch Whiskey 1. Und dann gibt es um den Flughafen hier, das ist diese Linie, den Luftraum Charlie. Der geht von 2500 Fuß Main Sea Level bis Flight Level 100. Dann ein bisschen weiter. Diese Linie geht von 3500 Fuß Main Sea Level auch bis Flug Level 100. Und dann hier 4500 Main Sea Level bis Flight Level 100 und so weiter und so weiter. Und wenn man sich das jetzt dreidimensional vorstellt, geht das eben in so einem Trichter nach unten, so stufenförmig, bis zum Flughafen. Dieses Konzept übertragen wir jetzt auf unser Beispiel. Dazu schauen wir uns als erstes mal die Kontrollzonen der Flughäfen an auf der Karte. Es gibt Mittelstadt mit einer Kontrollzone, Hafenstadt und Neustadt. Diese Kontrollzonen reichen jeweils vom Boden bis zu unterschiedlichen Höhen. In Mittelstadt zum Beispiel bis 2800 Fuß Main Sea Level, in Hafenstadt nur bis 2000 Fuß Main Sea Level. Alle diese Lufträume sind sogenannte Delta-Lufträume. Um diese Flughäfen herum gibt es verschiedene Charlie-Lufträume. Hier in Mittelstadt zum Beispiel vom Flight Level 100 runter bis 2800 Fuß Main Sea Level. Und in dem größeren Kasten hier
von Flight Level 100 runter bis 6500 Fuß Main Sea Level und so weiter. Wenn wir jetzt von Neustadt nach Mittelstadt fliegen wollen, haben wir natürlich diverse Möglichkeiten, von hier nach hier zu kommen. Wir könnten querfeld einfliegen, drumherum. Wir schauen uns einfach mal ein paar Möglichkeiten an. Als erstes gibt es die Möglichkeit, folgende Route zu wählen, nämlich durch die Kontrollzone Charlie bei Hafenstadt, vorausgesetzt, dass wir über 3000 Fuß Main Sea Level fliegen. Wenn wir da drunter fliegen, würden wir unter der Kontrollzone Charlie bei Hafenstadt hindurchfliegen. Oder wir fliegen einfach um die Kontrollzone herum. Letzte Möglichkeit, und diese werden wir uns jetzt genauer anschauen, wir fliegen querfeld ein und müssen zwangsläufig durch die Kontrollzone bei Hafenstadt durchfliegen. Egal in welcher Höhe wir fliegen, denn die Kontrollzone Delta reicht von Ground bis 2000 Fuß Main Sea Level. Also selbst wenn wir sehr, sehr niedrig fliegen, kommen wir hier auf jeden Fall durch einen kontrollierten Luftraum hindurch. Wie man aus einem kontrollierten Luftraum hinauskommt, haben wir uns bereits im ersten Video angesehen. An der Stelle möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, dass das, was wir hier gerade machen, nicht wirklich trivial ist und ich das einem Anfängerpiloten im VFR-Bereich eigentlich nicht empfehlen würde. Trotzdem schauen wir uns das Ganze der Vollständigkeit halber hier auch nochmal an. Nochmal zur Erinnerung zu den Bedingungen. Es handelt sich jetzt um einen Durchflug durch eine Kontrollzone, den Luftraum Delta, nicht Charlie, das wäre nochmal was anderes, kommt aber so, so selten vor, dass ich das hier eigentlich nicht behandeln würde und betrifft auch eben nur einen kontrollierten Luftraum. Wie das Ganze funktioniert, wenn man jetzt nur einen Infoplatz hat, also keinen kontrollierten Luftraum, das schauen wir uns auch in einem separaten Video nochmal an. Wir erinnern uns, es gibt immer Ein- und Ausflugspunkte aus Kontrollzonen. In diesem Fall haben wir Bravo und Delta. Unser Flieger befindet sich rechts unten und wir melden uns rechtzeitig vorher beim Hafenstadt Tower, beim Hafenstadt Turm und erzählen ihm erstmal unsere Lebensgeschichte. Das kennen wir so ein bisschen auch schon bei der Anlassfreigabe. Wir schauen uns das einmal an. Wir melden uns, Hafenstadt Turm, Delta Echo Delta Whisky India, guten Tag. Dann meldet sich der Tower bei uns. Delta Echo Delta Whisky India, Hafenstadt Turm, guten Tag. Jetzt erzählen wir ihm erstmal, was wir wollen. Delta Echo Delta Whisky India, Beechcraft King Air 250, in Neustadt gestartet, Höhe 1800 Fuß, erbittet Durchflug durch die Kontrollzone von Bravo nach Delta. Soweit, so gut. Das Ganze ist jetzt natürlich genehmigungspflichtig. Wir sind in der Kontrollzone und der Turm kann uns das genauso gut auch ablehnen und sagen, nein, du darfst hier leider nicht durchfliegen, der Verkehr lässt es gerade nicht zu, dann würde er uns das auch ablehnen. In unserem Beispiel hier wird es jetzt genehmigt und der Tower sagt uns, Delta Echo Delta Whisky India, Squawk 4321, QNH 1019, melden Sie Bravo. Wir kriegen hier also jetzt ähnlich wie im IFR-Flug einen Squawk zugeteilt und kriegen auch die Anweisung, dass wir uns bei ihm melden sollen, sobald wir den Punkt Bravo erreicht haben. Das ist normalerweise irgendeine bekannte Landmarke, die man gut erkennen kann. Ein Fluss, ein Autobahnkreuz, irgendwas in der Richtung. Das muss man sich dann auf den Charts bzw. auf den Sichtflugkarten auch nochmal genau angucken im Vorfeld. Wir machen ein Readback. Delta Echo Delta Whisky India, Squawk 4321, QNH 101, oh, das ist ein Fehler, 1019, werde Bravo melden. Ja, dann machen wir das erstmal und fliegen bis Bravo. Wie angewiesen melden wir uns beim Tower, wenn wir den Punkt Bravo erreicht haben. Wenn jetzt überhaupt kein Verkehr in der Kontrollzone ist, ist das relativ einfach, dann erhalten wir wahrscheinlich direkt die Genehmigung, durch die Kontrollzone durchzufliegen. Wir melden uns also erstmal Delta Echo Delta Whisky India, Bravo, Höhe 1800 Fuß. Wenn wir Glück haben, meldet sich der Tower und sagt Delta Echo Delta Whisky India, Durchflug über Bravo und Delta genehmigt, Piste 21 in Betrieb, QNH 1019. Das geben wir natürlich wieder. Delta Echo Delta Whisky India, fliege in die Kontrollzone über Bravo und Delta. Zur Sicherheit kann der Lotse sich dann nochmal melden und sagen, Delta Echo Delta Whisky India, derzeit kein Verkehr auf Ihrem Kurs, halten Sie Höhe und Kurs, bleiben Sie auf der Frequenz. Auch das geben wir natürlich zurück, Delta Echo Delta Whisky India, verstanden, halte Höhe und Kurs.
Das wäre eine Variante. Die andere Variante ist flugtechnisch und vor allem was die Regularien dahinter angeht, relativ komplex. Bedeutet im Prinzip, dass wir während der Flughafen in Betrieb ist und es anfliegenden und abfliegenden Verkehr gibt, trotzdem durch die Kontrollzone fliegen können. Allerdings an einer bestimmten Stelle. Und zwar müssen wir hier über die Schwelle der Landebahn fliegen. Und das auch in einer bestimmten Höhe, um eben den Mindestabstand zwischen dem an- und abfliegenden Verkehr zu halten. Wir dürfen nicht über den Flughafen fliegen, wir dürfen auch nicht weit davor oder dahinter fliegen, sondern eben genau an der Pistenschwelle. Die Freigabe dafür würde dann folgendermaßen aussehen. Wir stellen uns vor, wir sind wieder am Punkt Bravo und melden uns beim Tower. Delta Echo Delta Whiskey India, Bravo, Höhe 1800 Fuß. Dann kriegen wir erstmal die Freigabe vom Tower, Delta Echo Delta Whiskey India, fliegen Sie in die Kontrollzone. Hier auch nochmal zur Erinnerung, es kann sein, dass wir hier eine Freigabe bekommen, fliegen Sie in die Kontrollzone und kreisen Sie östlich vom Flughafen und wir dürfen noch nicht über die Kontrollzone drüber hinwegfliegen, beziehungsweise über den Flughafen selbst hinwegfliegen. Wir nehmen jetzt mal an, dass wir direkt weiterfliegen können und kriegen dann nach unserem Readback natürlich, Delta Echo Delta Whiskey India, fliege in die Kontrollzone, folgende Anweisung. Delta Echo Delta Whiskey India, ist es Ihnen möglich auf 2500 Fuß zu steigen? Das bestätigen wir natürlich. Delta Echo Delta Whiskey India, positiv oder positiv. Dann meldet sich der Tower wieder. Delta Echo Delta Whiskey India, steigen Sie auf 2500 Fuß. Überqueren Sie die Bahn 2.1 in Höhe der Schwelle. Auch das geben wir wieder zurück. Delta Echo Delta Whiskey India, steige auf 2500 Fuß. Überquere die Bahn in Höhe der Schwelle. So oder so fliegen wir dann, wenn wir die Genehmigung haben, durch die Kontrollzone, über den Flughafen oder über die Pistenschwelle hinweg. Und entweder meldet sich dann der Lotse bei uns oder wir melden uns, wenn wir den Punkt Delta erreicht haben, wie folgt. Delta Echo Delta Whiskey India, Delta 2500 Fuß. Dann antwortet uns der Tower. Delta Echo Delta Whiskey India, verlassen der Frequenz genehmigt. Wir machen noch ein Readback, verlasse die Frequenz, danke, Delta Echo Delta Whiskey India. Oder aber der Tower meldet sich zuerst. Delta Echo Delta Whiskey India, Sie erreichen nun Delta, verlassen der Frequenz genehmigt. Verlasse die Frequenz. Danke, Delta Echo Delta Whiskey India. Ja, und damit haben wir den VFR-Teil, den Durchflug durch eine CTA, auch besprochen. Und das soll es für dieses Video erstmal gewesen sein. Ich hoffe, es geht ganz bald mit Teil 3 weiter. Wenn ihr den ersten Teil verpasst habt, blende ich den oben links nochmal ein. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr den Kanal abonniert, mir Kommentare dalasst oder einfach auch mal den Blog besucht. Bis dahin, macht's gut, tschüss.